Und damit seid gegrüßt mit den Zwergen, wenn du mal mit zum Ende um 12.9 packert. Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ja, ich bin eigentlich schon oder schon wieder oder immer noch ein wenig erkältet. Und ich kränke ein bisschen und ja, ich muss aufnehmen, sonst haut mich Modi noch, weil es dann kein Video gibt um 14 Uhr. Ja, muss ich heute mal aufnehmen. Also falls ich ein bisschen mehr als sonst ächze und schlucke und ja, scheiße klinge. Ja, da wisst ihr dann, woran es liegt. Und wie lange noch? Und wenn es dir nur um die nackte Zahlen geht, dann würde ich sagen, dass wir es bereits genug Energie zur Inbetriebnahme haben. Sehr gut. Dann lass uns hier rasch alles zusammenpacken. Wir haben schließlich noch genug anderes zu tun. Genug anderes? Zum Beispiel mich zu besiegen. Meinst du damit etwa, dass wir noch diesen rotzfrechen Trainer dort erledigen müssen? Was für eine Überraschung. Ich war eigentlich sicher, dass wir mit den Arbeitern... Da sagt meine Stimme schon am Anfang. Dass wir mit den Arbeitern alle Störenfriede aus dem Weg geräumt hätten. Ich gebe mein Bestes, hier nicht zu sehr abzukratzen in dem Spiel, in dieser Aufnahme. Eine Herausforderung von... Ich muss gerade zugeben, dass meine CTX-Box leider ein bisschen abgeschnitten ist. Da gucke ich gerade auf dem Display tatsächlich nach. Ja, es ist halt so ein bisschen Mist hier. Habe ich schon im letzten Mal gesehen, dass das nicht alles ganz hinhaut, aber ja, ich hoffe, es klappt irgendwie halbwegs. Es ist halbwegs zu sehen. Ich kann es dann vorlesen. So, Noahs dran, Steigung 7, mach's zu Ende. Heute mal ohne Mega-Entwicklung, weil ich es verpasst habe. Gut. Zwingende Level 31. Sehr gut. Vorstand. Das ging ja schnell, den haben wir schnell besiegt. Meine Auswertung der jüngsten Ereignisse hat ergeben, dass ich zu 100% verloren habe. Das hast du richtig ausgewertet. Zwergenfee gewinnt 2800 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Vorstand hervor. Er ist einfach nur Vorstand. Los, Superhirn, kümmere dich um die Nervensäge. Haha, danke für die Blumen. Nichts lieber als das. Los, Trainer, zeig mal, was du kannst. Muss ich jetzt ansprechen oder was? Ach du Schande. Erlaube mir bitte, dir zunächst vorzustellen. Mein Name lautet Ayana. Und wie du sehen kannst, bin ich ebenfalls ein Mitglied von Team Flair. Mein Forschungsschwerpunkt steht diesbezüglich... Lesen kann ich auch nicht mehr. Mein Forschungsschwerpunkt bezieht sich auf einen Sachverhalt, dessen Tiefkündigkeit ich dir jedoch nicht einmal annähernd erschließen dürfte. Zu deinem Neidwesen wurde ich... Konzentrationsfläche im Eimer. Zu deinem Neidwesen wurde ich mit der recht profanen Aufgabe betraut, dich hier ungespitzt in den Boden zu rammen. Na dann. Eine Herausforderung von Team Flair, Aliana. Mit einem Pokémon, na dann, nein. Los geht's. Los, Noah. Norbert Magna Alien. Das kriegen wir doch hin, oder? Das kriegt vielleicht sogar noch Noah hin. Da braucht es eigentlich fast kaum Energie für. Da braucht man keine Mega-Entwicklung für zu machen. Das ist wirklich nur. Hätten wir eigentlich fast noch in den letzten Part packen können. Das ist so, ja. So einfach besiegt hier. Kaum der Mühe wert, kaum der Rede wert. Das ist hier sofort erledigt.
Ich noch eine Sache. Du bist sehr stark. Ja, kein Zweifel, du bist sehr, sehr stark. Zwergfee gewinnt 5320. Guck mal, du hast Siegreich aus dem Kampf gegen ja, den Vorstand Nummer 2 hervor. Kann man fast so sagen. Tja, wer hätte gedacht, was so alles in deiner rechten, in deiner recht banalen Hülle steckt. Nicht in der rechten Hülle. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich bald mal wieder. Okay, haben wir sind jetzt fertig hier. Tatsache. Scheint so. Nein, du. Ihr seid doch nicht von Team Flair, das sehe ich euch doch an. Du hast es wohl vor uns beiden hierher geschafft. Und noch dazu dieses rätselhafte Gestalten in die Flucht geschlagen. Gut, je mehr Leute Carlos beschützen, desto besser. Als kleines Dankeschön heile ich dein Pokémon-Team. Was heißt, je mehr Leute das Carlos beschützen? Ich bin ja der Einzige, der sich da voll reinhängt. Beziehungsweise die Einzige, die sich da vollkommen reinhängt. Und die anderen, naja. Du und dein Pokémon-Team seid eine nahezu unschlagbare Kombination. Ihr solltet es aber trotzdem nicht übertreiben. Nimm das hier. Ich bitte dich. Zwangfree erhält Top-Genesungen. Also mehrere davon. Top-Genesungen wurden in der Medizintasche verstaut. Dank dir dürfte dieser Stromausfall in Lumina City der Vergangenheit angehören. Und das Tor zur Route 13 ebenfalls wieder begehbar sein. Bevor wir die maskierten Helden uns nun auf den Weg machen, möchten wir dir noch ein von Herzen kommendes Au revoir zu hauchen. Au revoir. Da kündigen sie es an und sagen es nicht mal. Gut, haben wir hier das Kraftwerk wieder in Takt gesetzt. Muss man gar nicht wieder reaktivieren. Das haben sie schon, hat Team Flair schon selbst gemacht. Muss man hier gar nicht, muss man sie nur verscheuchen, muss man sie nur besiegen. Gar keinen Knopf, den wir drücken müssen, um das zu aktivieren oder so. Hat sich von selbst gemacht. Und läuft einfach wieder. Es waren einfach nur die Rüpel, die im Weg gestanden haben. Die haben das Energiefeld blockiert. So wird es gewesen sein. Ist jetzt einfach wieder. Ist wieder in Ordnung. Alle Sabotage ist jetzt wieder. Die ganze Sabotage ist jetzt aufgeräumt. Geht jetzt alles wieder. Alles wieder in Ordnung. Lumina City hat wieder Strom. Stromausfall behoben. Ohne einen einzigen Knopf gedrückt zu haben. Lumina Steppe. Na gut, dann geht's heute weiter in der Lumina Steppe. Ist auch Schrotz. Ja, hier haben wir wieder wilde Pokémon. Man kennt's. Dann schauen wir mal, dass wir schnell rauskommen aus der Lumina Steppe. Den Pokémon haben wir hier, glaube ich, schon gefangen. Das Dicktree. Das haben wir bestimmt mit ins Team genommen. Ja gut. Dann wollen wir mal hier schnell raus. Ich weiß, hier gibt es bestimmt noch einiges zu kriegen und zu fangen, aber jetzt geht es hier erstmal mit der Story weiter. Und zwar rapide. Pokémon. Das Blumen-Pokémon. Das Blumen-Pokémon, dem das ewige Leben geschenkt wurde. Aha, wer war denn das bitte? Was war denn das für ein Experte? Hast du jemanden großen, riesigen vorbeilaufen sehen? Es fühlt sich einfach nicht wie in der City an, wenn der Turm nicht hell erleuchtet ist. Ach so, das haben wir noch gar nicht. Okay. Der Hinterhalter Citro war während des Stromausfalls völlig außer sich und wusste weder ein noch aus. Nie vom Weber gestochen ist er die ganze Zeit hin und her gerannt. Okay. Stromausfall also noch nicht behoben? Oder was doch? Illumina City, da sind wir zurück in Illumina City. Interessant. Zwei. Wer singt denn da so schön? Dachte ich es mir doch. Puh. Als ich dich da eben vor mir gesehen habe, bin ich gleich losgesprintet
um dich noch zu erwischen. Hast du schon gehört, dass der Stromausfall in New York City endlich behoben ist? Irgendwer hat diesen finsteren Gestalten, die den Strom vom Kalos Kraftwerk für sich abgezweigt hatten, das Handwerk gelegt. Ich frage mich, was da wohl für ein 1000 Sasser gewesen sein muss. Na, ich war das. Das ist doch hier. Echt? Wahnsinn. Du warst das also, Zwerg. Du hast mal wieder die Welt gerettet. Weißt du, was das Beste daran ist? Der Turm erstrahlt und endlich wieder über der Stadt. Das müssen wir uns zusammen ansehen. Komm, Zwergi, es ist immerhin das Wahrzeichen von Immuna City. Na los, wenn man hier geradeaus weitergeht, stößt man direkt auf den Prismaturm. Das kann doch nicht wahr sein. Mein 3DS blinkt gerade wieder rot. Der geht doch gleich wieder aus. Das kann doch, ich speichere mal kurz, damit wir hier nicht wieder alles von vorne machen müssen. Ja, es ist doch hier nicht. Man muss den Part auch nicht unterbrechen hier. Das ist doch, der kann doch hier nicht die Wahrheit sein. Wenn ich dir in die Augen schaue, will ich die Sterne vom Himmel holen. Ach, wie poetisch du bist, Schatz. Das Mondlicht bringt deine romantische Seite zum Vorschein. Ja, guck mal, Y erfasst hier schon die Tageszeit. Class Rose. Wo wohl das Geheimversteck von Team Flair ist? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen suchen. Oder was meint ihr? Wisst ihr schon? Ich glaube, wir finden das niemals. Das Geheimversteck von Team Flair. Das ist hier so versteckt. Ich glaube, das finden wir hier nirgendwo. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Sollen wir dein Pokémon-Team wieder fit machen? Ja. Sehr gerne. Okay, ich nehme jetzt dein Pokémon Obrot und heile sie. Da sieht der Diktri. Er ist jetzt im Team. Komm bald wieder. Geh bitte schnell K.O. und komm wieder, damit ich dich heilen kann. Wo ist nur dieses Geheimversteck von Team Flair? So, nach einer kleinen Aufnahmepause, die das leere Akku des 3DS-Systems verursacht hat, versuchen wir jetzt mal hier weiter voranzukommen. Der Illumina-Leuchtturm, er leuchtet nicht mehr, er ist auch kein Leuchtturm, der Illumina-Turm. Da müssen wir jetzt mal hin, vielleicht schaffen wir heute mal die, ich mache mal heute sogar den nächsten Arena-Orden, wo der wohl ist. Tja. Gutes Timing, angeblich gehen die Lichter gerade gleich wieder an. Ah, da ist der Zitron, der Arena-Leiter von Illumina City. Er ist auch als Erfinder bekannt und baut immer irgendwelche Maschinen. Hey, ihr beiden, das hier ist die Freundin, von der ich euch erzählt habe. Sag mal, bist du immer noch nicht fertig? Noch nicht ganz. Ich muss noch überprüfen, ob der Lichtschalterkreis hier in Ordnung ist. Ah, Senna, möchte sich dein Freundin hier etwa der Herausforderung in der hiesigen Arena stellen? Tut mir furchtbar leid, aber ihr müsst euch noch einen kleinen Augenblick gedulden. Komm schon, Zitron! Perfekt, eine Vorbereitung sind abgeschlossen. Dies ist ein jener bahnbrechender Momente, in dem uns diese Wissenschaft ein gutes Stück in die Zukunft katapultiert. Prismaturm, Lichtgenerator, an! Da leuchtet er wieder auf, der Prismaturm. Der Eiffelturm ist wieder voller Licht, der Prismaturm ist wieder voller Licht und strahlt. Und ganz Paris, Illumina City, voller Licht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur hingerissen. Wieder eine unvergessliche gemeinsame Erinnerung. Fast zwei. Ausgezeichnet.
spüre ich hier ein wenig Romantik. Wieder mal weiß eine meiner Erfindungen auf ganzer Linie zu überzeugen. Der Prismaturm-Lichtgenerator scheint ja ausgezeichnet zu funktionieren. Ja, wie dem auch sei, lass die Herausforderin lieber nicht so lange warten. Der Prismaturm ist gleichzeitig die Pokémon-Arena von Imuna City. Ach was, du nicht sagst. Die Maschinen, die Zitronen da immer baut, sind echt beeindruckend. Ich habe auch eine bekommen, mit der man Rätsel lösen kann, aber ich habe sie noch nicht eingesetzt, weil es doch irgendwie schade drum wäre. Also dann, viel Erfolg in der Arena. Schaffst das. Wie verbrauchen sich die Maschinen sofort, wenn man sie einmal benutzt? Nach einem Zentralplaza. Nach einmaligem Benutzen? Das ist ja blöd. Hat sie noch nicht eingesetzt, weil es schade drum wäre. Illumina Arena. Okay. Der Turm ist eine Arena. Interessant. Das sind die ersten Trainer, oder was? Der strahlende Prismaturm ist das Leuchtfeuer unserer Herzen. Mag sich kitschig anhören, aber für uns hier ist das total wichtig. Na, was hast du zu sagen? Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Die Pokémon-Arena hier in Unland City wird auch gerade die Quiz-Arena genannt. Hier versammeln sich Trainer und die Experten, wenn Sachen Elektroattacken sind. Ich bin mir sicher, du wirst viel Spaß haben. Ja gut, eine Quiz-Arena, die kriegen wir doch gebacken. Na komm, hau nicht ab. Elektro-Pokémon haben nur wenige Schwachpunkte. Ich glaube, Wasser war es, oder? Wasser war das, was wir jetzt hier an die Spitze nehmen sollen, oder? Ich packe gerade mal an die Spitze, mal schauen, ob das uns jetzt sehr viel nutzt. Ich war der Meinung, Wasser ist sehr effektiv, aber wir werden es ja sehen. Hier sind wir schon im ersten Raum. Ah, dich habe ich doch vorhin gesehen. Du willst den Arena des Haus von uns, stimmt's? Ich bin Eureka. Eureka. Seine kleine Schwester. Eureka. Stell dich bitte auf die cremefarbene Fläche und wir beginnen mit den Quizfragen, die du beantworten musst, um zu ihnen zu kommen. Aha, die cremefarbene. Ach so, ja, die hier. Alles klar. Hier kommt die Frage. Was für ein Pokémon das ist, oder was? Welches Pokémon ist das? Erstens Emolga, 2 Dedenne oder 3 Pikachu? Ja, das ist ja richtig knifflig hier. Ich bin wahnsinnig überfordert. Sprich den Trainer mit der Nummer an, die deiner Meinung nach die richtige Antwort entspricht. Oha, was wird denn hier wohl die richtige Antwort sein? Ich bin mir gar nicht sicher. Es ist 1, es ist 2 oder 3. 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Ja, oder so in der Art. Ach, da haben wir sogar einen Punkt. Ein möchten Punkt übernehmen, 2 Punkte übernehmen und 3 Punkte übernehmen. Ja gut, ich bin mir nicht ganz 100% sicher, aber ich würde mal 3 sagen. Du entscheidest dich also für Pikachu. Ich weiß es ja nicht, aber das sah schon sehr nach einem Pikachu aus. Also machen wir es mal. Lass uns einen Pokémon-Kampf austragen, bevor wir die Antwort überprüfen. Lass mich raten. Was hast du wohl für ein Pokémon? Was? Kein Pikachu? Dass der kein Pikachu im Team hat, das ist er jetzt. Das ist jetzt wirklich sehr nachlässig. Das ist jetzt aber wirklich. Das ist jetzt hier. Ach du, hallo. Hallo. Okay, das ist jetzt nicht sehr effektiv. Aquabelle hat es jetzt noch nicht so gebracht. Sollten wir vielleicht doch mal mit einer anderen Pokémon-Stärke versuchen, mal mit einem anderen Pokémon. Und Wasser scheint hier dann doch nicht so das Effektivste zu sein. Ja, wir sehen es hier gerade, dass Ratte besiegt wird.
ist äußerst schlecht. Was sonst? Flug vielleicht. Papageno. Unser letzter oder vorletzter. Letzter Part, glaube ich. Letzter Part entwickelt ist. Friago, wenn ich richtig habe. Wenn ich richtig im Kopf habe. Schnabel, na komm, den Rest wird's doch hier noch. Für den Rest wird's noch reichen. Level 34 war das hier. Müssen wir mal gucken, dass unser Team. Na gut, das dürfen wir gerade so hinkriegen. Mit dem richtigen Pokémon. Lars kriegt dann ein paar neue Erfahrungspunkte. Ihr könnt es bis ganz nach oben schaffen. Nein, ihr müsst es bis ganz nach oben schaffen. Zwergenfliege mit 1088 Pokémon da. Und geht sich gleich aus dem Kampf gegen den ersten Arena-Trainer. In der fünften. Die fünfte ist das. Die fünfte Arena. Hervor. Bitte steigen Sie in den Fahrstuhl. Mach ich doch glatt. Und es ist richtig. Richtig. Es war ein Pikachu. Na, großartig. Richtig. Du bist ganz schön schlau. Nächste Tür. Okay, nächstes Quiz. Hier kommt die nächste Frage. Sind wir hier wie bei Jauch hier? Wer wird Millionär? Jetzt habe ich den Titel der Sendung gerade nicht mehr gewusst. Hier kommt die Frage. Oh, das ist schon ein Stückchen kniffliger. Ist es Pikachu, ist es Giratina oder ist es ein Vogel-Pokémon? Welches Pokémon ist das? Daratini, Taubsi oder Schwalbini? Oh, das ist schon. Also wenn da jetzt Gyarados, Miltank und Schwalbini stände, dann wüsste ich Daratini, Taubsi, Schwalbini. Sprich den Trainer an, deren Nummer. Kann ich das nochmal sehen? Kann ich nicht. Puh. Schwalbini, würde ich sagen, oder? Darf ich das nochmal sehen? Danke. Hier kommt die Frage. Ich muss das nochmal sehen. Welches Pokémon ist das? Dartiri, Taubsi oder Schwalbini? Taubsi ist das nicht, das sieht anders aus. Dartiri weiß gerade nicht, wie es aussieht. Ich würde sagen Schwalbini. Es ist dann schon wieder 3. Das kann es eigentlich gar nicht. Schwalbini, das muss Dartiri sein. Also die 1. Ja, haut mich nicht, wenn ich falsch liege, aber muss die 1 sein. Vogel-Pokémon kommen natürlich in unterschiedlichsten Formen vor. Was? Du glaubst also, dass es sich um Dartiri handelt? Ich bin mir jetzt wirklich mal ohne Spaß, bin ich mir gerade wirklich nicht sicher. So genau kenne ich die Vogel-Pokémon nicht. Beschäftige mich nicht zu sehr mit Vogel-Pokémon, aber ja, ich denke, dass es so ist. Das hier ist noch immer in eine Pokémon-Arena. Da wäre es doch komisch, wenn wir gar nicht kämpfen, oder? Ja, das ist. Ich hatte auch schon. Ich kann mich auch in der ersten Generation in Pokémon. Oder generell auch in Pokémon-Editionen. Der hat jetzt einen Pikachu oder die Weiterentwicklung reichen. Aber hatte der Trainer von. Seltsam. Los, Zermürben. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Wahrscheinlich nicht. Ein Relaxo. Wie der richtige ist. Weibliches Relaxo. Ja, gut, krieg ich da hin. Zweimal Zermürben und dann haben wir es. Und dann Rückschlag. Ich glaube, es gab einige Arenen, in denen ich ohne Kämpfe, ohne Trainerkämpfe. Die erste Arena in Pokémon, die vierte Generation. Aber sowas von. Da konntest du, also in Pokémon Diamant, Pearl. Ich glaube, Pokémon Diamant und Pearl. Die erste Pokémon, die erste Arena, da konntest du dich dran vorbeischleichen an den dreien. Generell die erste. Ich glaube, in Pokémon Weiß war es auch so, da konntest du dich auch, Schwarz und Weiß, bitte steigen Sie in den Fahrstuhl. Konntest dich auch dran vorbeischleichen. Es gibt schon die Möglichkeit. Puh, es war richtig. Hat richtig geraten.
Das wäre ja peinlich gewesen. Es ist ein Dartiri. Ja, die Form habe ich schon erkannt, aber den Namen konnte ich nicht zuordnen. Richtig, du bist ganz schön schlau. Das war geraten. Muss ich ehrlich zugeben. So, dann wohl die letzte, wahrscheinlich. Ja, letzte Frage. Hier kommt die Frage. Ach du Schande. Sodamak, Grimak oder Vegimak? Ja, das ist ja jetzt. Ich würde sagen, Sodamak wäre wegen dem Springbrunnen-Dings dort oben drauf. Das sieht aus wie ein Springbrunnen. Könnte man fast sagen. Vegimak, Grimak, Sodamak. Ich glaube, Grimak hat ein bisschen was, hat ein bisschen mehr Flammenähnliches oben drauf. Und Vegimak so pflanzenmäßiges. Ich würde sagen, Sodamak. Ich könnte mich auch irren, aber sprich den Trainer mit der Nummer an, die deiner Meinung nach den richtigen Antwort entspricht. Ich würde sagen, wieder 3. Ich kann mich auch massiv irren, aber ich würde sagen, das ist so ein bisschen das Wasserdings oben auf dem Kopf, so ein bisschen Springbrunnen-mäßig. Könnte auch eine Blume sein. Und das ist Vegimak. Auf jeden Fall nicht das Feuerdings. Sodamak. Ah, du denkst, also das ist ein Sodamak. Ja. Bin mir wieder nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, also auf keinen Fall das Feuer, aber vielleicht das Pflanzen-Pokémon. Sehen wir nach dem Kampf. Eine Herausforderung von Ast-Trainer Johannes. Ampharos wird von Johannes eingesetzt. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich einen kleinen Witz mache, aber es ist Pokémon, es ist. Ich hatte gerade einen kleinen Witz im Kopf. Das ist, wir spielen Pokémon. Das ist, ich versuche kinderfreundlich zu bleiben. Es war ein Witz mit einem Mann. Mann, so, ihr wisst, also, wie der eines Mannes, ihr wisst schon. Ja. Versucht kinderfreundlich zu bleiben. Ja. Mein pubertäres Hirn. Sorry. So, Relaxo besiegt. Wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück. Das Pokémon sind dann bevor wir uns an den Arena vertrauen, würde ich mal sagen. Wäre nicht schädlich. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch in diesem Part passieren wird. Die auf jeden Fall nochmal zu Pokémon sind an diesem Part. Und dann. Ja. Ach du Schreck. Es geht ja hier zu Ende. Mit uns. Ich versuch's mal mit Noah. Mit dem sollten wir vielleicht wieder eine Spitze setzen. Der ist vielleicht der Beste für die Arena. Ich weiß nicht, wie sehr das Steigerungslied hier reinhaut. Der ist jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel. Der war schon geschädigt. Können wir ja mal dann sehen. So, nur erhält ein paar Erfahrungspunkte. Neues Level 39. Das ist sehr gut. Johannes besiegt. Ja zu sagen erfordert auch ein gewisses Maß an Stärke. Zangvieh gewinnt 3600 Pokémon und dann geht sich Rester zum Kampf gegen den dritten Arena-Trainer der Arena hervor. Der fünften Arena. Bitte steige in den Fahrstuhl. Na? Es war richtig. Habe ich richtig geraten mit dem Wasserding, mit dem Springbrunnen. Merkmal auf dem Kopf. Ja, durch die Farbe wird man es erkennen, aber das war ja ausgeschwärzt. Daher. Richtig, du bist ganz schön schlau. Wieder geraten. Ach, noch eine. Okay, eine vierte Ebene. Gut. Ich dachte, es sind nur 3. Hier kommt jetzt die Frage. Ach du Scheiße. Schmetterlings-Pokémon. Das kann ja nix. Ach du nein, niemals. 3 hintereinander und ich muss reinordnen. Welches war das zweite Pokémon? Das krieg ich doch nie hin.
Hinter welcher Nummer verbirgt sich ein Vivillon? Ein Vivillon. Hinter Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Ich muss noch mal sehen. Ein Vivillon. Ein Vivillon. Ich glaube die Frage. Ein Vivillon. Okay, das könnte ein Schmetterbo sein. Das könnte das Vivillon sein. Oder das eher das zweite, Nummer 2. Ich weiß nicht, wie das dritte heißt, aber das zweite wird sein. Ich würde sagen, das zweite ist ein Vivillon. Ist wieder nur geraten. Aber es wird so sein. Ah, du wählst also wirklich Nummer 2. Bisher denke ich immer richtig daran. Es ist Nummer 2. Dann wollen wir mal sehen, ob du richtig liegst. Ob du wirklich richtig liegst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ja, sorry, das erinnert doch ziemlich. Das erinnert doch ziemlich dran. Oder nicht? Kennt man das überhaupt noch? 1, 2 oder 3. Die Show mit Eltern. Gut, Diktri haben wir noch. Intensität. Komm, das muss doch jetzt. Das haut hier rein. Müssen wir Diktri mal einsetzen als erstes. Ja, Diktri ist vielleicht nicht schlecht. Generell seine Attacken. Level 31. Gut, der ist noch ein bisschen unterlevelt, aber das kriegen wir schon hin. Mit seinen Mega-Attacken. Wie schön. Du und deine Pokémon-Team, ihr passt wirklich ganz toll zueinander. Der Zwangfähig gewinnt 2720 Pokémon da und geht siegreich den Kampf gegen die vierte, wenn ich mich nicht irre, die vierte Arena-Trainerin dieser Arena hervor. Der hat ein anderes Pokémon in der Hand als einsetzt. Na toll. Oh! Markus entwickelt sich. Ein Starter-Pokémon. Nanu, Markus entwickelt sich. Da haben wir was für Thumbnail. Na. Markus entwickelt sich zu seiner Endstufe wahrscheinlich. Ja, garantiert zu seiner Endstufe. Das sah aber voll besser aus. Glückwunsch, denn Markus wurde zu einem Phoenixes. Ein Pokédex-Eintrag. Markus versucht, Magieflamme zu erlernen. Markus kann nur maximal 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke durch Magieflamme ersetzt werden, aber unbedingt. Ich bestehe darauf. Glut verlernen, Feuerwirbel verlernen, oder in der Feuerwirbel behalte ich mir. Das ist nicht so lang. Ich würde Glut verlernen. Muss sein. Eins, zwei und schwupp. Blut vergessen und Magieflamme erlernt. Magieflamme. Was? Was? Ja. Mit Schengen in den Fahrstuhl. Na komm, lass das jetzt noch richtig sein. Und. Es war richtig. Oha. Habe ich sehr gut geraten. Heute alle richtig hier. Habe ich an die Flügel erkannt. Ich meinte, das wäre richtig. Richtig, du bist ganz schön schlau. Und da sind wir schon beim Arena-Leiter. Dann würde ich mal die Zeit nutzen, hier mal stehen bleiben. Und ich glaube, ich bin diesen Part an dieser Stelle. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wie lange der schon war. Ich sage Daumen nach oben, und sollte es euch gefallen haben, dass ihr da neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt. Hab's noch einen angenehmen fröhlichen Tag und wir sind im nächsten Part wieder mit aufgeladenen Pokémon hier an dieser Stelle. Ich lade noch offscreen die Pokémon auf und bin dann im nächsten Part hier wieder bereit, den Arena-Leiter zu besiegen. Hab's eine angenehme Zeit und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.